Hallo und herzlich willkommen bei WeTV. Heute möchten wir mal über ein spannendes Thema sprechen, über das bislang schon sehr hitzig in den Medien diskutiert wurde. Wir haben wieder einige sehr interessante Gäste hier im Studio, die ich jetzt doch einfach mal bitten würde, sich mal kurz vorzustellen. Fangen wir mal bei dir an. Ich bin Lukas, ich bin Student und unterstütze die Graffiti-Schul- und Uni-Streikbewegung. Patras Vansi, Refugee-Aktivist from Oranien Platz und also a member of the African Refugees Union. Ich bin Jacinta und ich bin eine Moderatorin hier. Ich bin Amri, ich bin Supporter von der Refugee, ich bin Solidarity vom Oranienplatz. Mein Name ist Wolfgang Lenk, ich bin Bezirksverordneter für die Grünen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Wir sind im Moment ein bisschen die Prügelknaben, völlig zu Unrecht aber. Matze, ich spiele in einer Band, die heißt Ohrboten und ich wohne gleich um die Ecke von der Ohlauer Straße in der Forsterstraße und habe die Ereignisse verfolgt jeden Tag. Mein Name ist Adrian und ich bin für die Moderation zuständig. Sie sagten, Sie sind im Moment die Prügelknaben zu Unrecht. Warum? Ja, das hat verschiedene Gründe. Also einmal möchte ich vorwegschicken, dass es jetzt wieder starke Proteste gibt, erhöht die Aufmerksamkeit für die Flüchtlingsthematik und für den Kampf um das Bleiberecht und die anderen Forderungen, die Abschaffung dieser unwürdigen Unterbringungsbedingungen, die Residenzpflicht, das Arbeitsverbot. Was die Schule betrifft, müssen wir einfach ganz klar sagen, unser Bezirksstadtrat Hans Panhoff hat bereits Ende April dieses Angebot, was jetzt den Kompromiss ausmacht, vorgelegt. Das ist bisher von den Besetzern abgelehnt gewesen. Und jetzt haben sie eben zugestimmt, dass sie eben im Haus bleiben können, solange dort die Umbauarbeiten und der Ausbau für ein internationales Flüchtlingszentrum auch mit Selbstorganisation stattfindet. Insofern muss ich auch sagen, man hätte dieses Angebot früher annehmen können. Wo liegt eigentlich im Moment die Problematik an der ganzen Geschichte? Situation now has no solution. There's still a big problem going on regarding the asylum rights in Germany and Europe. Could you please say something about the demands that are still not fulfilled? The problem is not the school, it's not Oranienplatz, but the main problem that our political demands since we started the protest have been ignored. If the German government, right from the beginning, most especially when we took Oranienplatz, they acknowledged our political demands, the school today wouldn't be a problem. But all the problems are raising, we put them on the German politicians because they have totally ignored us. What they have done is to criminalize us. As a capitalist system, divide and rule, that's what still the same mentality they are using. And this cannot spare any party. So all these are games of the capitalist system. What they have done is to criminalize us. Wir haben Menschen, die seit Tagen vor Ort sind, um die Geflüchteten in der Schule zu unterstützen, gefragt, warum sie sich engagieren. Das zeigen wir euch jetzt. Ich fand das immer eine politisch sehr gute Sache, den Flüchtlingsstreik, weil ich es für eines der größten Probleme halte, die Verlagerung der schlechten Arbeitsbedingungen und der tatsächlichen Produktionszustände. Kritikwürdigen eben weit weg und der Unsichtbarmachung der Zusammenhänge dadurch und auf der anderen Seite dann eben wie die Leute, die dann letztendlich ja doch hierher kommen aufgrund der katastrophalen Zustände in dieser arbeitsteiligen Weltwirtschaft marginalisiert an den Rand gedrängt werden mit so fragwürdigen Sachen wie der Residenzpflicht und der Lagerhaft, Unterbringung in Lagern, wie auch immer man das nennen will. Also erstens bin ich Nachbarin, zweitens interessiere ich mich schon lange für das Flüchtlingsproblem, weil ich finde, dass viel zu viele Flüchtlinge mit offensichtlich unbegründeten Ablehnungsverfahren kein Asyl bekommen.
Und mich regt das schon länger auf und ich bin sehr froh über die Jugendlichen, die jetzt alle hier sind und das auch so sehen. Und eine ihrer Parolen ist auch nicht internationale Solidarität, sondern antinationale Solidarität. Und das bringt irgendwie eine neue Qualität auch in die ganze Debatte, weil früher gab es internationale Brigaden und so weiter. Und jetzt geht es eben genau darum, diese nationalen Grenzen anzugreifen und aufzuweichen. Und das finde ich richtig und ich finde es falsch, dass Flüchtlinge so behandelt werden. Und ich finde auch, dieser Paragraph 23 ist durchaus eine Möglichkeit, sich zu bewegen. Aber Henkel kommt auf die nicht zu und sagt Einzelverfahren. Das heißt konkret für Leute, die keinen Hausausweis haben, werden dann abgeschoben. Weil im Einzelverfahren werden die meisten damit nicht durchkommen. Und deswegen harren die da oben auch aus und sind so hartnäckig, weil es geht darum, diesen Flüchtlingen, die auch keinen Hausausweis haben und die keine Papiere haben, zu helfen. Und nicht nur um die, die einen Ausweis haben. How do you think about the situation in the school in Kreuzberg? It's not just about the school. Yeah, another person also who live outside. The people who live in the school, he have visum 3 months, visum to stay in Germany, 6 months to stay in Germany. He don't allow to work. In Germany, government, he say you have to marry, you have to get children here to stay in Germany. So for me, I don't understand. If somebody is already a refugee here in Germany, he try to survive, he come from far away, you can give him a visum, he can work, he can pay alone somewhere to sleep. The problem, the people he want to get the freedom to be free. He have a family also, he can be in everywhere he want. Die eine Nachbarin brachte auf den Punkt, weshalb die Geflüchteten mit extremen Drohungen Widerstand leisten. Es ist unmöglich, dass keine Politiker sich dazu wirklich äußern, außer dass Henkel dann öffentlich im RBB sagt, was zu sagen war, ist gesagt, sie sollen sich gefälligst auf die Lösung einlassen, die er anzubieten hat. Aber das ist eben für die Leute keine Lösung. Das Problem ist am Oranienplatz und auch den Hungerstreikenden wurden ja ähnliche Lösungen angeboten und die haben hinterher aber nicht zu einer Lösung geführt. Das heißt, es wurden Versprechen gegeben, die nicht gehalten wurden und davor haben die jetzt Angst. Und deswegen sagen die zu Recht, wir wollen eine politische Zusage von Kompetenten, die dieses Versprechen überhaupt geben können. Wie siehst du eigentlich diese Situation? Ich war wirklich extrem überrascht von dieser extremen Polizeipräsenz, als ich donnerstags zum ersten Mal dort war. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich kann mir das auch gar nicht erklären. Also diese Situation im Speziellen jetzt, dieser massive Polizeieinsatz und diese Kriminalisierung der Geflüchteten und dieser Gefahrenlage, die einfach meiner Meinung nach nicht da war, kann ich nicht verstehen. Und deswegen habe ich dagegen demonstriert. Und es ist ja jetzt auch immerhin dazu gekommen, dass die Polizei abgezogen ist, auch wenn die eigentlichen Forderungen, wie Matze ja gerade schon gesagt hat, immer noch bestehen. Es wurde jetzt zugestimmt, also diesem Angebot zugestimmt von Menschen, die eher schlichtend drauf sind und sagen, hey, komm, wir möchten diese Situation jetzt beenden. So, das ist auch sehr gut, das ist ein guter Schritt, weil es erstmal die Lage entspannt. Aber die Hardliner, habe ich vorhin gesagt, oder die Menschen, die auf dem Schirm behalten, worum es eigentlich geht, die haben nicht gestimmt für dieses Angebot und die weisen auch darauf hin, dass die eigentlichen Forderungen, die Pressekonferenz in der Schule und die Durchsetzung des Artikels 23 des Aufenthaltsgesetzes nicht durchgeführt wurden. Also da wurde kein Zentimeter gegeben und die Verantwortung wurden hin und her geschoben. Was wäre so die Lösung, mit der eigentlich, ich sag jetzt mal, allen geholfen wäre? Wie würde die für dich aussehen? Dass der Paragraph 23 angewendet wird. Ich bin jetzt kein Jurist, ich habe mir das durchgelesen und es hat sich für mich so angehört, als könnte das auf Landesebene geschehen. Ich bin jetzt natürlich kein Experte. Aber das viel größere Problem ist natürlich die Flüchtlingspolitik auf Bundesebene und auch vor allem in Europa. Also was eine der zentralen Forderungen auch von dem Refugee-Schul- und Unistreik ist, ist die Abschaffung von Dublin III. Das ist dieses Verfahren, dass eben Flüchtlinge, wenn sie nach Europa kommen, den Asylantrag dort stellen müssen, in dem Land, in dem sie als erstes ankommen. Zum Beispiel viele kommen in Italien an und wenn sie weiterreisen nach Deutschland, werden sie dann von Deutschland wieder zurück nach Italien geschickt. Das kann nicht funktionieren. Flüchtlinge und Unterstützer verlangen die Anwendung von Paragraph 23. Wie er funktioniert, wurde uns im folgenden Beitrag erklärt. Ja, es ist für Berlin relativ einfach, ein Ausnahmegesetz anzuwenden. Da müsste nicht die Gesetzeslage verändert werden, sondern für den Fall gibt es tatsächlich ein Gesetz, das ist der Paragraph 23 des Aufenthaltsgesetzes.
Und da wären wiederum Paragraph 1 und oder Absatz 1 und 2 wichtig. Und der erste erlaubt halt, dass aus humanitären Gründen als politische Maßnahme sozusagen das Land entscheiden kann, eine Ausnahmeregelung für eine Gruppe zu treffen. Und das ist ja das, was die Geflüchteten vom Oranienplatz aus der Schule schon ewig fordern, dass dieser Paragraph 23 auf sie angewendet wird, für sie als politische Protestgruppe der Refugees. Was wären jetzt Gründe, die dagegen sprechen? Ich sehe keine Gründe, die dagegen sprechen. Das ist also auf der Ebene der Landespolitik ganz einfach, den Paragraph 23 zur Geltung zu bringen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sagt, hallo, wir haben hier eine Gruppe Menschen und dann per Handschlag kriegen die das Bleiberecht. Da wird ein Asylantrag behandelt, jemand stellt seine Lage dar und dann kann man mit humanitären Gesichtspunkten positiv entscheiden auf ein Bleiberecht. Das ist eigentlich alles ganz einfach, man muss es nur wollen. Die Politik will es nicht. Es ist eine klare Ansage. Auf der individuellen Ebene oder auf der gemeinsamen Ebene derjenigen, die jetzt zusammenarbeiten für das Protestcamp und für die Weiterarbeit in Berlin, stellt sich eben die Frage tatsächlich, wie können Sie jetzt Ihren Aufenthalt in Berlin sichern, ein anderes Leben anfangen und gleichzeitig politisch weiter aktiv bleiben im Sinne Ihrer Ziele. Und ich muss ehrlich sagen, ich komme nochmal auf den Ausgangspunkt zurück, das ist Angebot des Bezirks ist genau die Antwort auf diese Frage. Die Einrichtung eines internationalen Flüchtlingszentrums in Selbstorganisation, gesichert durch einen Träger mit allen Beratungsangeboten, die Flüchtlinge brauchen, und dazu ungefähr 60 bis 70 Unterbringungsplätze in der Schule, in der ehemaligen Schule für Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus. Also das ist meiner Ansicht nach der richtige Weg, um jetzt auch für die konkret hier kämpfenden und lebenden Personen bessere Bedingungen zu schaffen. Und damit auch zu sichern, dass der politische Prozess im Gang bleibt. Jemand, der bereits geräumt wurde, hat uns auch erzählt, wie er untergebracht ist. Er wollte unerkannt bleiben. Sie haben ihnen eine andere Unterkunft angeboten, aber das ist kein Haus, sondern ein Lager. Und selbst gab es keine Fahrkarten für den Weg dorthin. Sie hatten auch Angst, unterwegs kontrolliert zu werden, weil sie sozusagen in einer ungeregelten Situation sind. Als sie raus mussten, erst auf der Straße geschlafen, dann haben sie für die andere Nacht eine Frau gefunden, die sie untergebracht hat. Haben sie sich dann hier gemeldet wegen den Hausausweisen und bekamen diesen Sticker drauf, mit dem sie einen Lagerplatz zugewiesen bekamen. Und sie fühlen sich wie Kinder behandelt, weil sie, wenn sie da ankommen, keine Freiheit haben, sich zu bewegen. Sie kriegen was zu essen hingestellt und das war's. Und dann eben Schlafsäle mit 8. Sie können praktisch nicht die Metro nehmen, weil wenn sie kontrolliert werden, weil sie keine Papiere haben, sind sie auch geliefert. What are your experiences with this politician way? For me, like now, I don't understand how the people who come from Libya, he was working good in Libya, he have good life. He don't think about Europa. If I get problem someplace, I have to solve myself. I have to try to go somewhere where I can stay good, maybe there is no creek. So the people here already in Italy, the Italiano, he give them visum. He give them everybody money, 500 ticket, go in Germany. There is too much money. It's like Germany and Italy is like you are playing some game. I don't understand. So the people are already in Germany, but you don't allow to walk. The people who live in the lager. You don't see nobody. You go to supermarket, you have to take 1 hour. I see in Eisenhüttenstadt. I cannot believe if I'm in Germany. You will see the children, he grow there. Please, I don't understand. For me is too much. Warum wird es den Geflüchteten hier so schwer gemacht, überhaupt hier zu bleiben, überhaupt etwas zu tun, überhaupt frei zu sein, wenn man das so sagen möchte? Ich sehe das auch nur von außen und mit ein paar Leuten, mit denen ich unterhalten habe. Ich glaube, Patrick kann dazu vielleicht mehr sagen. Ja, yeah, but before I give my view, I would like to correct you. We are not from poor countries. I believe my country is richer than Germany. What you should say, that what can we do for these people which our government, they have drastically destroyed in terms of politics, let it be in terms of
economics, social and cultural affairs, our countries were dramatically exploited. That's the major reason why today we are here. Another correction to you. There is no any European country is legitimated to say, German, okay, you have a lot of money, so maybe you can take 500 refugees from Africa, 10,000 from Syria. No. What we want, the German government, the European member states, and other member states in this world to respect humanity. That's only the point. As they signed, as they agreed and adopted and declared themselves the Universal Declaration of Human Rights on 10th of December 1948. And not only that, they went on following other treaties, signing other treaties, like the 1951, the Refugee Convention. What is it? No one is talking all about these things. What they are talking is about how to strengthen the borders and resort to violate the human rights. These kind of ideologies came out after a certain class of people classified to be power than others. And that's their interest. They're interested to hear you. Please, can you help me? That's what they did to our countries. They fragmented them at a zero level to see that no one can support himself or herself without the help from outside. So, we don't want help. We want to support ourselves. What we want, the Westerners and their comrades, the African dictators, to respect humanity. And the Asianers and other dictators around the world. Therefore, concretely, if the German government believes that their country is a democratic country with a democratic government, as their politicians, they have been telling us that we have to respect the Federal Republic of Germany and its constitution because they believe that their government is a democratic, why is elected. So, we want our freedom. They should give us the freedom, not the freedom to keep us in the lagers. Then there we will not understand the democracy they are talking, and we will not tolerate that. Day and night we will violate it because we believe that these restrictions are not human. They are inhuman, based on egotism, racism, and hatred. You say the school, you are the criminal people. For me, I don't see who is criminal, who is not criminal. There is a woman inside in the school, children inside in the school, men are inside in the school, old man, old woman. I don't know what the people think about criminal. He say somebody sell marijuana in the Goritza Park. And the point was not coming here to sell marijuana, drugs in the park. Or that. Maybe he come here to continue the school.
to work, to do something, to continue to be maybe an engineer, to do something better. So now we come here in Germany, the people stop them, he say, no, you cannot work more. So you have to stay here, I will give you food, I will give you somewhere to sleep. You cannot work. You can eat, eating and sleeping, what is that? Me, I was a refugee 2 years in Congo. I know how you can feeling if you are a refugee. I know how you can feeling. Everybody can be a refugee. So if some person is already there, please don't call him refugee because he's a human being like you. For me, I don't understand now with this government Germany what is going, because how many German people live in our country like now? He make business. He are working there. We are eating together. He go in the market. Nobody stop him in the street. We say, you are welcome. But we don't stop you to say, Auschwitz, why you are doing here? Why you come here? That is, I don't understand this question. What we mean now, and our friends on the roof, they are emphasizing on, and also we people from Oplatz, we know what we want. The people, the refugees, who have been protesting at Oranienplatz, they are not different from the refugees right now in the school, on the roof. We are the very people. If you follow the videos, if you have been following our political activism, where we have been doing, the school is part of Oplatz, and from Oplatz, that's when we took the school. I myself, I was there, I was in the meeting, how we gonna occupy the school. This kind of speculation is, we don't want to lie on them. We are protesting politically. And what we need is a political solution for all of us. Even if today they give our friends or they give us the whole building, the school, still we will demand the right to stay. And as I said, the Berlin government, Berlin Senate, they have the option, they have the right to grant us the right to stay. Constitutionally, the inner minister of the Berlin Senate, who is Henkel, is given this full mandate. Close to the same paragraph, on the federal level, the interior minister or inner minister or minister of internal affairs is having the full capacity, full authority to grant all the refugee activists protesting at Oranienplatz the right to stay, because our movement is a political movement and having a political demands. And that's why now we are emphasizing on that they should find a solution for all activists at Oranienplatz. We don't accept this kind of school or plots. This is a game of the green politics, divide and rule. Eviction, corruption, and the wars. So we are not ready to tolerate such games. Aber warum gibt es das bei uns? Es geht tatsächlich darum, sich auch mit dabei zu fühlen in dieser globalen Situation, die herrscht. Kein Europäer kann es länger ignorieren, dass wir mit teilhaben an vielen Menschen, die leiden. Das Argument, dass was interessieren mich Leute in was weiß ich wo Land, ist vorbei. Sie sind hier. Wir sprechen mit ihnen und während die Politik die Verantwortung hin und her schiebt, weil es keine gute politische Lösung gibt
für diese Situation? Überlegen wir uns tatsächlich, ob wir uns verschanzen und die Gesetze, die da sind, im Moment vorschieben, um uns selbst zu schützen? Wenn du Atras zuhörst, wenn er spricht über, wie es das, also er hat vorhin schon einen kleinen Ausflug gemacht von den Menschen hier im Norden, in Europa und den Menschen in Afrika. Und es gibt sehr alte, ich möchte wertfrei sagen, Wirtschaftsbeziehungen, aber das ist schon sehr freundlich ausgedrückt. Dann wirst du auch die Geschichte ein bisschen beleuchtet kriegen und unsere auf dem hohen Ross europäische Haltung, die wir gerade noch versuchen zu bewahren, ist unangebracht, denke ich. I would like to correct also him. Please. My friend, the Europeans, they should not fear, because they fear nothing. We are the people lost our wealth a long time during imperialism. We are the people the Westerners grabbed our wealth and make Europe today what it is. So they have nothing to lose. What they should do, ready to give and ready to share. That's why we are not saying give us, because we have the right to ask just or to take it. But we have no power since they made us kaput. What we are just requesting or just telling the German government or the German people that we need to share what you took from us. On the other hand, that's why the government is taking the advantage that people, they don't know. And they have this, the government is the one creating this fear by vanishing our image, blackmailing. Oh, these people, they are just from poor countries. What they are coming to do is to take our wealth. That's why we are guiding them. Yeah, but they're, it's not true. Yeah, they are criminals, because the German society or the European society and the other societies, they are ignorant about the facts, what happened in the past. Some, they are just conservative. They don't want even to know. That's the problem we are facing. So that's now we are trying to call for solidarity and try to politicize ourselves, to politicize with the people facing these challenges, the problems, and also the people in solidarity with us. If politically people understand what happened or what is going around themselves and within the world, then the Europeans or the German government or other states who are controlling this world, they will have no say. If people, they are clearly politically understand that no, okay, Everyone is having the right, and these people we are calling poor, they are not poor. Ich bedanke mich bei allen, die heute da waren. Wir haben einige sehr interessante Punkte beleuchten können, beziehungsweise die Debatte an sich wird natürlich weiterlaufen. Und wir hoffen auch, dass sich endlich eine Lösung findet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei WeTV.